Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es die Flops aus meinem Lesejahr 2023 für euch. Das ist immer so das traurigste Video des ganzen Jahres, weil ich einfach ungern darüber spreche, dass ein Buch schlecht war. Und das ist ja eigentlich auch nur meine objektive Meinung. Also nur weil mir jetzt eins der Bücher nicht gefallen hat, heißt das nicht, dass es ein schlechtes Buch war, sondern einfach nur, dass es meinen Lesegeschmack nicht getroffen hat. Ich habe mir jetzt 5 Bücher herausgesucht, die dieses Jahr wirklich gar nicht überzeugen konnten aus meinen 120 gelesenen Büchern insgesamt. Ich muss auch überlegen, wie ich das bei meinem Highlight-Video mache. Weil ich ja zum Beispiel jeden Monat ein Monatshighlight küre und da werde ich mir dann wahrscheinlich 5 heraussuchen müssen, die ja für mich die Favoriten waren, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und in meinem Top-Highlight-Video werde ich dann auch erzählen, welches mein absolutes Jahreshighlight 2023 war. Und das wird mir auch nicht leicht fallen, weil ich zwischen 2 Büchern schwanke und bis jetzt, wo ich hier sitze und das Video drehe, noch nicht weiß, welches davon mein Jahreshighlight wirklich jetzt final werden wird. Es bleibt also spannend, aber hier in diesem Video soll es genau um das Gegenteil gehen, nämlich um die Flops 2023. Und da gab es leider auch mehr als 5. Ich musste mich da dann auch, ja, sammeln und mich auf 5 beschränken. Ich meine, es waren insgesamt 120 Bücher. Dass einem nicht jedes gefallen kann und nicht gefallen wird, war klar. Es gab auch welche, die haben mir einfach nicht gefallen, aber ich würde sie trotzdem nicht als Flop bezeichnen, weil manche Parts davon doch ganz schön waren. Aber ich habe mich jetzt auf 5 beschränkt, die mir wirklich absolut nicht gefallen haben, bei denen ich kurz davor war, sie abzubrechen. Und mich eigentlich nur gehindert hat, dass ich Bücher gefühlt nicht abbrechen kann, von meinen Zwängen her. Ich habe tatsächlich auch alle Bücher bis auf 1 gar nicht mehr zu Hause. Ich habe sie aussortiert, weil ich versucht habe, nichts im Regal stehen zu haben, was mir nicht gefällt. Auch wenn es bei dem einen Cover wirklich ein Herzensding war, es oder ein Herzbrecher war, es aus dem Regal zu holen, weil mir das Cover so gut gefallen hat und das war The Witches of Silent Creek. Wer das Cover sieht, der weiß auch warum. Ich bin ja ein absoluter Hexen- und Hexengeschichten-Fan und dieses Cover ist einfach eins der wunderschönsten Cover, die ich hier im Regal stehen habe. Auch wenn es keinen Buchschnitt hat, keinen Farbschnitt hat, kein Shishi hat. Dieses Cover ist einfach nur wunderschön und deshalb finde ich es umso trauriger, dass mir das Buch einfach nicht gefallen hat. Aber die liebe Ayla konnte mich dann nicht überzeugen. Anfangs ist es mir super schwer gefallen, in die Geschichte reinzufinden und irgendwie bin ich auch nie 100% in der Geschichte angekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gab super viele Charaktere, was es für mich sehr verwirrend gemacht hat. Es war nicht so schlimm wie bei Game of Thrones oder so, aber es gab super viele Charaktere, die ich als schwer kennenlernbar betiteln würde. Also mir fiel es super schwer, mich mit ihnen zu identifizieren. Und das hat es dann auch für mich erschwert, mir ihre Namen und ihre Rolle in der ganzen Geschichte zu merken. Ich musste ständig nochmal überlegen beim Lesen, wer war das jetzt nochmal? Die Geschichte war mir auch insgesamt zu unruhig, also es kam mir manchmal so vor, als wollte sie 1000 Dinge, die man mit Hexengeschichten verbindet, in dieses eine Buch packen oder in diese Dilogie packen. Ich habe den 2. Band recht zeitnah hinterher gelesen, weil ich dann doch einfach wissen wollte, wie es denn dann ausgeht. Die Auflösung hat mir A schon mal wieder gar nicht gefallen und B lagen da vielleicht 2 oder 3 Wochen dazwischen, zwischen Band 1 und 2. Und ich wusste, als ich Band 2 angefangen habe, schon gar nicht mehr, was in Band 1 passiert ist. Also mein Hirn hat das einfach nicht gespeichert, weil es zu verwirrt war von diesen ganzen Personen und der Geschichte, der ich irgendwie nicht folgen konnte, so richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Ist euch das vielleicht auch schon mal passiert? Auf
jeden Fall hat es deshalb Silent Creek oder The Witches of Silent Creek auf meine Flop-Liste geschafft. Aber natürlich würde ich euch dennoch gerne den Klapptext vorlesen. Vielleicht findet sich ja doch jemand von euch, der sagt, oh, das klingt aber total spannend und viele Charaktere machen mir nichts aus. Ich würde dem Ganzen gerne eine Chance geben. 7 Hexenzirkel, 3 Artefakte, eine bedrohliche Aufgabe. Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß, an diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hell vor allem in Tyrell Burnett zu spüren glaubt, ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommilitonen am Creeks College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hell wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen. Und das Schlimmste, sie fühlt sie in sich selbst. Dann hat es der finale Band der Sturm-Trilogie auch hier auf meine Liste geschafft. Und wer sich das Cover anguckt, weiß auch, dass das eigentlich genau meins wäre. Ich liebe die Cover der Sturm-Trilogie von Anja Omar. Es ist wirklich wunderschön. Und Band 1 und 2 fand ich eigentlich auch ganz süß. Aber dann kam Band 3 und Maren hat von diesem Band so geschwärmt. Sie hat damals auch die Blogtour mitgemacht. Und ich dachte, yay, Leo ist einer meiner liebsten Charaktere in der ganzen Reihe. Jetzt geht's um sie. Jetzt feuerfrei. Ich bin on fire. Ich bin gehypt und ich freue mich super, super, super drauf, dieses Buch zu lesen. Ja, ich habe es zusammen mit Ivy gelesen. Und wir haben beide so die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser große Knall kommt, der uns mitreißt, der uns packt und dass wir das zwischen Aaron und Leo fühlen und irgendwie kam und kam und kam da nichts und wir wurden irgendwie ein bisschen frustriert beim Lesen. Der Hund guckt mich gerade ganz verwirrt aus seinem Körbchen an, warum ich hier so komische Geräusche mache. Ja, irgendwie hat es uns nicht gepackt. Wir haben das zwischen den beiden Protagonisten nicht gefühlt. Es gab auch ein, zwei richtig, richtig Cringe-Momente, wo ich auch zu Ivy sagte, fandest du das gerade angenehm zu lesen? Sie sagte so, nein, fand ich auch nicht. Ja, sehr, sehr schade. Vor allem, weil ich Anja Omars Bücher eigentlich sehr, sehr gerne mag. Aber Band 3 konnte uns oder mich dann final leider nicht überzeugen. Ich kann dich nicht hassen. Ausgerechnet Leo. Wieso muss es ausgerechnet sie sein, die ihm im Krankenhaus beisteht, nachdem sein Vater einen Unfall hatte? Und wieso fühlt es sich so gut an, von ihr gehalten zu werden, wo Aaron sie doch seit ihrer gemeinsamen Kindheit immer wieder von sich stößt? Ich will dich nicht lieben. Ausgerechnet jetzt. Wieso muss Aaron ausgerechnet jetzt anfangen, nett zu sein, wo Leos Herz vor Sorge um ihren Ziehvater eh schon Risse bekommen hat? Denn wenn Aaron diesmal wieder in sein übliches Verhalten zurückfällt, könnte er ihr endgültig das Herz brechen. Das nächste Buch wird euch vermutlich nicht überraschen, dass es hier auf der Liste gelandet ist. Da habe ich ja bereits die ersten beiden Bände gelesen. Es ist auch ein dritter Teil einer dreiteiligen Reihe. Und Band 1 und 2 waren einfach furchtbar, furchtbar, furchtbar. Band 2 war besser als Band 1, also Dinge, die ich in Band 1 bemängelt habe, wurden in Band 2 besser gelöst und ich hatte einfach die Hoffnung, dass es in Band 3 besser wird. Als Teil der Kiss-Crew möchte ich einfach auch helfen, ihre Bücher unters Volk zu bringen, über ihre Bücher zu sprechen und euch einfach darauf aufmerksam zu machen, weil ich eigentlich zu 1000% hinter dem Verlag stehe und auch wirklich sehr stolz bin, dass ich da Teil der Kiss-Crew sein darf. Ja, ich hatte einfach die Hoffnung, dass Band 3 jetzt besser wird, aber er konnte mich absolut nicht überzeugen. Es lag auch zum Teil wieder an den Protagonisten, mit denen ich nicht warm geworden bin. Das ist meistens eigentlich das Hauptproblem, wenn mir ein Buch nicht zusagt, dass ich mich mit den Protagonisten nicht identifizieren kann oder einfach mich nicht in sie hineinversetzen kann, weil sie einfach ganz anders handeln, wie ich es tun würde und ich ihre Art zu handeln aus moralischer Sicht oder aus einfach meiner menschlichen Sicht, wie ich eben bin, meiner persönlichen Sicht, nicht vertreten kann oder einfach so nicht handeln würde. Noch dazu kommt, dass die Autorin diese zwischenmenschlichen Szenen sehr, sehr, ich nenne es mal, krabbelig schreibt. Also
bei jeder zwischenmenschlichen Szene, die in der ganzen Reihe vorkommt, hatte ich so eine Ekelgänsehaut. Kennt ihr das? Wenn ihr was lest und es einfach unangenehm zu lesen ist. Ich meine, ich lese super gerne spicy Bücher und habe gar kein Problem mit vielen spicigen Szenen in einem Buch. Aber diese hier waren einfach total unangenehm zu lesen. Und dabei dachte ich, es ist eine Plus-Size-Protagonistin in jedem Band. Es wird viel über Klischees gesprochen und das gefällt mir ja auch und das finde ich auch sehr gut. Aber die Szenen waren einfach so unangenehm, dass ich die tatsächlich dann auch einfach übersprungen habe, weil ich es mir nicht antun konnte. Und das finde ich halt einfach schade, weil der Ausgangspunkt einfach so ein guter war, oder der Ansatzpunkt, dieses Buch zu schreiben, einfach so ein guter war. Und das, ja, hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Zwei Schauspieler, eine kleine irische Insel und jede Menge Gefühlschaos. Als die schwedische Schauspielerin Maria für ein Casting nach Los Angeles kommt, trifft sie in ihrem Hotel auf einen verführerischen Mann, mit dem sie spontan die Nacht verbringt. Es ist eine perfekte Nacht und trotzdem schleicht sich Maria am nächsten Morgen davon. Sie will ihr Herz schützen, denn eine Fernbeziehung von fast 9000 Kilometern hätte eh keine Chance. Doch beim Casting für eine Rolle als Wikingerin in der Erfolgsserie Gods of the Gates erlebt sie eine böse Überraschung. Ihr One-Night-Stand Peter spricht als ihr Co-Star vor und er schäumt vor Wut, dass sie ohne ein Wort verschwunden ist. Aber das ist kein Problem, denn wie wahrscheinlich ist es, dass sie beide den Part bekommen und die nächsten 6 Jahre zusammen auf einer winzigen irischen Insel drehen müssen. Das nächste Buch stand tatsächlich auch auf meiner 23 für 23 Liste, genau wie Witches of Silent Creek. Da hatte ich im vorigen Video ja schon erzählt, dass 2 Bücher meiner Liste auf meine Flop-Liste gewandert sind. Ja, welch grausame Gnade war der zweite oder das zweite Buch, das für mich ein Flop war, das ich auf meiner Liste hatte. Ja, da wurde einem ja eine Romeo und Julia Romanze im chinesischen Setting oder im, ist es chinesisch? Ich weiß gar nicht. Im Shanghai-Setting, genau, versprochen. Und irgendwo war es das auch zu, ich sag mal, 10%. Ich hatte da mehr gehofft. Der Großteil der Geschichte behandelt einfach nur das Verhalten von 2 Gangs und sehr viel politischem Hintergrund und wirklich sehr viel Politikgerede, was für mich gar nicht zum Klappentext des Buches gepasst hat. Klar, ich meine, wenn man Romeo und Julia sieht, das sind 2 verfeindete Familien und Gangs, passt ja dann auch, aber es wurde einfach viel zu viel über die Politik in Shanghai gesprochen und dann kamen noch übernatürliche Elemente dazu, was ich so nicht habe kommen sehen und das hat das Ganze irgendwie dann auch nochmal negativ überlagert und ja, hat das einfach zu einem Buch gemacht, das ich ganz anders erwartet hätte. Vielleicht, wenn ich es nicht so, oder wenn ich nicht schon ein fixes Bild im Kopf gehabt hätte, hätte es mir vielleicht gefallen, ich weiß es nicht, oder zumindest besser gefallen, es wäre kein Flop geworden, aber ich hatte was völlig, völlig, völlig anderes erwartet und irgendwie konnte das Buch auch trotz einiger schöner Dinge, die mir gefallen haben, final das Ganze nicht mehr rumreißen. 1926. Shanghai pulsiert im Rhythmus der Ausschweifungen. Eine Blutfehde zwischen 2 Banden färbt die Straßen rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliette Kai, eine emanzipierte junge Frau, die die stolze Nachfolgerin an der Spitze der kriminellen Scarlet Gang werden will. Ihre einzigen Rivalen an der Macht sind die White Flowers, die die Scarlet seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montagove geplant, Juliettes erster großer Liebe und ihrem ersten Verrat. Doch als Gerüchte über eine Krankheit umgehen, die in den Wahnsinn treibt und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliette und Roma ihre Waffen und ihren Groll beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, die sie regieren können. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, beziehungsweise es war eigentlich die ganze Reihe, die ganze Trilogie, die mir nicht gefallen hat und auch aus ähnlichen Gründen wie bei Welch grausame Gnade. Ich hatte mir einfach was völlig anderes vorgestellt. Ich finde auch persönlich, dass der Verlag da einen großen, großen Fehler gemacht hat, was die Cover-Auswahl angeht. Save Me in Maple Creek und der erste Band heißt Meet Me in Maple Creek
sieht auf den ersten Blick mit Rosa und Orange aus wie ein süßer, herbstlicher Roman, in dem es, keine Ahnung, um irgendein herbstliches Thema geht. Aber das Herbstliche daran war der Name Maple Creek. Und alles andere war etwas völlig anderes, als ich überhaupt erwartet habe. Und es ging plötzlich auch um Gangs, es ging um Underground, es ging um Fassadenklettern, es ging um so viele Dinge, die im Klappentext gar nicht ersichtlich waren. Im Klappentext wird ein Zwillingsbruder, der plötzlich auftaucht, angeteasert und ich ging davon aus, es geht um eine Familiengeschichte, eine Familienwiederzusammenführung und das wäre das Hauptthema. Es wäre einfach ein schöner, romantischer Roman, was die Cover ja auch aussagen. Aber es ging eigentlich die ganze Zeit um irgendwelche Machtkämpfe im Untergrund und um dieses Fassadenklettern, was absolut langweilig war. Ja, ich war froh, dass ich die Bücher als Hörbücher gehört habe. Das war nämlich in London und da waren wir unterwegs nach Stonehenge und mussten halt 5 Stunden totschlagen und da habe ich das eine Hörbuch halt zum Großteil gehört und eben auch im Flugzeug. Ja, ich denke, wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich das Ganze abgebrochen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Ich habe auch die Bücher direkt aussortiert und auch wieder verkauft, weil ja, ich absolut nicht begeistert war. Wer bist du? Ich bin derjenige, der dich in den Abgrund stürzen wird. Aber ich werde auch derjenige sein, der unten steht und dich auffängt. Plötzlich ist Miras Leben in Maple Creek nicht mehr so, wie es einmal war. Unerwartet steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, von dem sie bisher nichts wusste. An seiner Seite ist sein bester Freund Joschka, dessen Namen Mira erahnen lassen, dass in seiner Welt, in der New Yorker Untergrundszene, andere Regeln gelten. Trotz aller Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen und auch Joschka beginnt, seine harte Schale abzulegen. Doch seine Vergangenheit ist ihm wie ein Schatten nach Maple Creek gefolgt. Ihr Lieben, das waren alle 5 Bücher, die ich euch als Flops von 2023 präsentieren wollte. Es waren, wie gesagt, noch ein paar mehr, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, aber ja. Ich persönlich finde es halt immer schade, wenn ich Geld für etwas ausgebe, das mir dann nicht gefällt und das dann halt einfach hier rumsteht und wieder weitergegeben werden muss. Aber da ich ein Fan von Wiederverwertung bin, versuche ich auch immer, ein gutes Heim für meine Bücher zu finden. Ihr könnt auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ich sortiere ja regelmäßig Bücher aus und da werde ich auch immer was in die Story packen, wenn ich gerade was abzugeben habe. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!